dein Körper und dein Handeln wird ja durch deinen Körper ausgeführt, sind dafür da, um deinen Seinszustand zu repräsentieren. Und dein Tun und dein Handeln ist nicht dazu da, einen gewissen Seinszustand zu erreichen. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Denn die meisten Menschen versuchen durch ihr Handeln einen gewissen Seinszustand zu erreichen, sich selbst zu erfüllen, Glückseligkeit zu erlangen, irgendwas zu erreichen. Und das ist der falsche Weg. Dadurch stürzt man sich quasi ins Unglück oder dieses Glück, was man denkt, es wäre Glück und Erfüllung, das hält nur sehr kurz und geht irgendwann wieder vorüber. Im Gegensatz dazu, wenn man seinen Seinszustand durch das Handeln ausdrückt und repräsentiert, dann ist das ein schöpferischer Akt. Dann ist das ein Akt der Erfüllung, ein Akt des Zeigens, wer man ist sozusagen. Ein Akt der abgeschlossenen Suche. Natürlich ist man nie komplett fertig mit dem Suchen, wer man wirklich ist. Aber man ist quasi auf einer Reise und das ist entscheidend, dass man mit seinen Gedanken bewusst umgeht, dass man diese Dinge bewusst tut, dass man weiß, worum es im Leben geht, die quasi die falschen Weltbilder enttarnt, versteht, nicht sich auf diese oberflächliche Ebene begrenzt, sondern versucht, sich zu öffnen für die anderen Dinge. Und wenn man das tut, dann ist alles Handeln ein Ausdruck des Seins oder zumindest ein Ausdruck von dem Punkt an der Reise des Seins, wo man sich gerade befindet. Diese Reise ändert sich, die wird fortgeführt. Die Reise geht immer weiter hin zur Erfüllung sozusagen. Man fällt natürlich in diese oberflächliche Welt zurück. Aber trotzdem ist die Art des Handelns anders. Sie ist nicht mehr gänzlich unbewusst. Sie ist nicht mehr gänzlich darauf aus, irgendwas zu erreichen, was wir noch nicht erreicht haben, sondern im Gegenteil, sie ist schöpferisch, sie ist ein kreativer Akt, diese Schöpfung, dieses Tun. Und wenn das Tun aus dem heraus stattfindet, dann haben wir auch nicht Angst, dass unser Tun in die Hose geht, dass wir etwas nicht schaffen, sondern dann wissen wir, dass es einfach Teil eines Prozesses ist, der uns zu uns selbst führt. Und auch anderen Menschen helfen wir dabei, wenn wir aus dieser Position heraus agieren. Nicht, weil wir unser Glück finden wollen, einen Seinszustand erreichen wollen, endlich verdammt nochmal glücklich sein wollen, endlich verdammt nochmal geliebt werden wollen, sondern wenn wir wissen, dass wir bereits in uns liebenswert sind, wenn wir wissen, dass wir bereits in uns die Erfüllung haben oder zumindest auf dem Weg Richtung Erfüllung sind und daraus handeln. Und dann geben wir auch den anderen Menschen durch unser Handeln, ist unser Handeln, hat einen starken, zentrierten Rückhalt sozusagen. Und es ist nicht so fluktuativ und so temporär und so ohne festen Boden. Das ist wie der Baum. Und wenn der Baum keine Wurzeln hat, dann fällt er sehr schnell um. Das heißt, die meisten Menschen, die versuchen quasi hier an der Oberfläche sehr hoch zu wachsen, einen tollen Beruf zu ergattern, einen tollen Partner zu finden, sich nach außen toll zu präsentieren, das Glück im Außen zu suchen sozusagen, dann wächst der Baum ganz hoch. Aber sie vergessen die Wurzeln. Sie vergessen die Verankerung des Ganzen. Wenn da unten die Wurzeln nicht stark genug sind für das Projekt, was man im Oberen, an der Oberfläche herbeiführt oder sich erbaut, dann fällt dieses Konstrukt sehr, sehr schnell in sich zusammen, wenn plötzlich irgendwelche Probleme auftauchen. Und die tauchen immer auf, weil die Welt der Oberfläche ein Up and Down ist. Sommer, Winter, Tag und Nacht. Es gibt immer einen Gegensatz. Angst oder Leid ist immer die Gegenseite von Liebe und Glück. Das ist eine Medaille, die sich nur dreht. Es ist nichts anderes. Es ist ein und dasselbe, wenn man an der Oberfläche bleibt. Und wenn wir versuchen, diese Wurzeln sehr tief, also quasi mit unserem Oberflächenwachstum, auch unser inneres Wachstum mit anzufeuern sozusagen, die Oberfläche benutzen, damit wir quasi die tiefgründigeren Dinge auch mitentwickeln. Das heißt, die oberflächlichen Dinge als Chance sehen, da unten noch tiefer zu wachsen. Quasi, dann sehen wir die oberflächlichen Dinge nicht mehr als Drama, als Misserfolg, sondern als, ja, Herausforderung. Ich habe wieder meine tieferen Wurzeln tiefer gesponnen und kann damit jetzt auf gesunde Weise nach oben wachsen an der Oberfläche. Ich hoffe, man hat die Metapher ein bisschen verstanden. Das war's mit dem Video und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.